Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und heute, wie man sagen, machen wir einmal die Turmquest durch. Ich hoffe, dass ich die mit Level 40 schaffe. Buff ist drin, Rollen sind drin, also von daher, was kann denn da schon mal schief gehen, wie man sagen, außer dass die 40 Minuten ablaufen. Aber in 14 Minuten, würde ich mal sagen, haben wir das eigentlich durch, das Ganze. Wobei 15 Minuten, dann ist auch eine ganze Folge vorbei. Also von daher. So, verkauft ihr die Sachen immer noch so teuer? Ja, auf jeden Fall. Okay, daran hat sich nichts geändert. Läuft bei ihm. So, wir haben hier nochmal einen Buff drin. Das ist ja unser Buff. 14, 14, ja, doch. Normalerweise müsste das alles gut klappen. Gut, dann machen wir die mal durch. Was sieht denn hier nochmal aus? Also wir haben hier, die können wir aufgeben. Also irgendwie verwirrt mich das. Ich weiß gar nicht, weil das war so ein... Nicht immer auf der rechten Seite, oder doch? Das hat mich schon in der letzten Folge verwirrt, das Ganze, ne? Aber wir brauchen ja eine Gruppe, ne? Ja, Fail, wir brauchen eine Gruppe. So, weiter geht's. Ich war zu dumm, um mir selber eine Gruppe zu machen. Plus nochmal, ich habe den Namen ganz falsch geschrieben, ey. Ich bin aber auch so ein Held. Meine Güte. Nein, jetzt geht's aber weiter. So, wir haben die Imps. Die haben wir ja eigentlich schon alles fertig hier, ne? Normalerweise. Ich wollte schon sagen, wo sind die denn? Wir waren viel zu schnell für das Ganze. Guck an. So, das ist schön. Die können wir einfach so alle wegknallen. Komm schon. Zack, zack, zack. Das ist ja noch alles kein Problem. Ich bin mal gespannt. Also, einen Sprint haben wir nicht. Ach, da ist noch einer irgendwo. Ach, da hinten. Meine Güte. So. Also, einen Sprint hatten wir ja nicht. Nee. Wir haben Tränke. Okay. Dann weiß ich, was das eigentlich schon mal Bescheid. Ein Erfahrungspunkt bisher. Wie weit waren wir denn? Wir waren, glaube ich, bis Steingolem gekommen, oder? Und wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, bis Steingolem. Okay. Ich glaube, bis Eisengolem ist alles kein Problem da normalerweise. Und danach müssen wir natürlich schauen. Die Mobs oben, die müssen eigentlich auch kein Problem sein. Würde ich immer so sagen auf den ersten Moment. Chuck, da können wir den einmal vergiften komplett. Sehr schön. Vielleicht droppt dort der Eisengolem da oben was. Wer weiß, mal schauen. Oh, die stehen auch alle sehr schön beieinander. So macht Spaß, wenn die alle beieinander stehen. Eine AOE drauf und fertig. Was ist denn das denn? Achso, das ist... Ah, okay. Puzzle-Dings der Bumser, ne? Die Belohnung von der letzten Folge noch. Dafür, dass sie daneben rumstand. 36 Minuten, sehr schön. Dann nehmen wir die auf jeden Fall auch nochmal mit. Dann haben wir den Bereich Turm auch mit dem Chadern abgeschlossen heute, mehr oder weniger. Ach, guck mal, der ist auch schon tot. So, wir bekommen immer noch einen Erfahrungspunkt. Ist jetzt nicht so hervorragend, aber nicht schlimm. Dann mal gucken, welches Level wir heute machen werden. Bis hierhin war ich, okay, hier war ich auch schon drin. Ach ja, Steingolem, stimmt. Fail. Das war gerade auch nicht unbedingt am hellsten. So, weil Damage-technisch sieht es ja ganz gut aus hier bei uns, ne? Also wir machen jetzt nicht so wenig Damage, dass wir halt, ne, 1000 Jahre dann kloppen werden. Wir können ihn erstmal auch so im Stehen kloppen. Da muss ich natürlich schauen, oben beim Giftgolem, ob wir den auch im Stehen kämpfen können oder halt laufen müssen. Aber das werden beides ja eigentlich völlig okay. So, hier brauchen wir wieder aber alles. Sehr schön. Guck mal, dann können wir ja hier eine AOE reinwerfen und haben es fertig. So schnell kann es gehen. Dann können wir die ja nebenbei abgeben. 58%, das ist 42%. Ja gut, machen wir ja sowieso ohne Probleme. Und vor allem, wenn ich das so gesehen habe, gerade, ne, die Mobs geben ja jetzt auch ganz gute Erfahrungspunkte. Mehr brauchen wir nicht. Nee. Was haben wir hier? Spruchrolle, die können wir aufgeben. Symbolteile können wir auch eigentlich aufgeben. Wenn er möchte. Zweiter Versuch funktioniert. Die können wir abgeben, aufgeben. Erzmagierbuch können wir auch aufgeben. 4000 können wir auch aufgeben. Achso, schon fertig. Die können wir abgeben. Ach nee, Fail. Belohnung war ja immer hier, ne? Aufgeben war ja immer. Also irgendwie. Okay, das war wohl immer so. Aber irgendwie war ich voll verwirrt, was das angeht. Ich weiß ja auch nicht, warum. So, Chuck, da haben wir ihn einmal vergiftet. Einmal eine AOE draufschmeißen, damit die alle wegsterben. Sehr schön. Dann lebt da ja noch einer. Der konnte uns ja eigentlich nicht einfrieren, oder? Nee, kann er nicht. Nicht, dass ihr wüsste. So, das Laufen klappt ja ganz gut hier. Was einmal so, wir können... Achso, das haben wir schon drin mit Ausweichen. Perfekt.
Ich wollte schon sagen, wir haben das nicht drin. So, haben wir die nächste Musik wieder. So, da sind wieder neue gespawnt und dann ist er gleich aber down. Yes. Was haben wir hier drin? Wir haben einen Bogen bekommen. Dann gucken wir mal, wie gut ist der Bogen? 157? Ja, gut. Ja, das Teil ist auf jeden Fall 1000 mal besser. Das heißt, dann können wir den eigentlich gleich wegschmeißen. So, die pullen wir zusammen. Mache ich die One-Hit oder nicht? Nee, leider. Gut, dann laufen wir mal eine Runde und dann machen wir die auch noch nicht. Aber die anderen da hinten dafür. Die laufen wir einmal kurz. Perfekt. Dann können wir Zombies abgeben. Dann können wir das hier abgeben. Sind das schon mal Level 41. Und bekommen schon die ganzen weiteren neuen Quests. Ach du Kacke. Höhlenbrock lasse ich aus. Also ich finde, dieses Levelbereich geht viel zu schnell. Ja, wobei viel zu schnell. Ist schön, dass es schnell geht. Aber ich finde, ein bisschen, ein kleines Ticken zu schnell. Vor allem, wir haben hier auch noch eine WDH drin, ne? Mit den Hacken. Und dadurch bist du ja nochmal viel schneller. So, dann können wir die auch schon abgeben. Bekommen dafür 21%. Also die Turmquests, die sind wirklich Hammer. Dann können wir hier nochmal einmal auf Stärke skillen. Pullen wir die alle zusammen. Wir pullen die zusammen. Scheißegal. Auch wenn es gerade am Laggen ist. Ach du Kacke, ist es am Laggen. So, lauf, 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 lauf. Wie, nur einer ist gestorben dabei? Meine Güte, das ist aber eine Unverschämtheit. Aber wir können hier laufen ohne Probleme. So, da sind die ersten 1000 bekommen wir. Siehst du, über diese eine Quest haben wir 4000 bekommen. Klaus, ein paar Mal diese Quest hier, zack. Hast die fertig. Also lohnt es lieber, diese hier zu laufen. Perfekt. Und dann können wir diese hier aufsammeln und weiter geht's. Die können wir... Mann, warum wollen die denn nie aufgeben? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, woran es liegt. Absolut wirklich null Ahnung. So, die machen aber langsam Damage. Langsam aber sicher. Kann man sagen. So, dann haben wir Dings da drauf. Perfekt, dann können wir die auch wieder abgeben. 69% haben wir schon. Meine Güte, ey. Guck mal, hier haben wir den. Brauchen wir den eigentlich auch noch? Nee, ne? Ich glaube nicht. Und dann sind wir schon oben bei den Mobs. Das ging flott. Also wir nehmen erstmal den Haufen hier mit. Erstmal dieser Haufen hier. So, alle bereit. Dann laufen wir mal eine Runde. Ja gut, das können wir ja natürlich auch. Wobei, wir können ja oben laufen, wenn wir hier alles Platz machen. Ne? Für den Eisengolem. Und sobald er irgendwelche Sachen spawnt, können wir die entweder mitnehmen. Oder halt mit denen laufen irgendwo hin. 75% schon. Huch. Also an sich brauchst du ja gar nicht mehr questen gehen. Kannst einfach hier alles abfahren. Bekommst dafür Erfahrungspunkte und gegebenenfalls auch noch irgendwelche Karten. Plus Rüstungsteile. Ist doch ein Deal, oder nicht? So, dann gucken wir mal. Was geht bei dem ab, bei dem Eisengolem, hm? Wie gut oder wie schlimm ist er? So, die Gifte sind schon mal alle drei drinnen. Die machen jetzt schön Damage, hoffentlich. So, der kann mal freezen. Der kann einfrieren. Der kann, wenn er möchte, böse sein. Das heißt, rein theoretisch wäre Mage geil gewesen, aber egal. So, der kommt bisher noch nicht hinterher. Mehr oder weniger, da ich mal. So, da sind schon die ersten Mobs. Jawohl, der ist wenigstens drin. Dann haben wir jetzt wieder Dreiergift. Aber wir machen den. Wir machen den ganz ohne Probleme, das ist schön. Sowas freut mich immer, wenn wir irgendwas alleine schaffen, mehr oder weniger. Kommt immer natürlich darauf an, wo. Jetzt bei sowas hier ist natürlich gut. Klar, es dauert länger, aber das ist das kleinste Problem. So, da sind wieder alle drei Gifte drauf, sehr schön. Weil questtechnisch will ich nicht unbedingt alleine was machen. Und klar, als Jäger hast du sowieso das Ganze viel chilliger. Einfach nur aus dem Grund, du kannst die laufen. Du wirst in den Sprint rein und läufst an den ganzen Scheiß. Das ist kein... Uhuhuhu, das war gerade knapp. Das war gerade knapp. Ich hoffe, dass er was droppt. Was Schönes. Am besten für einen Jäger noch. Das wäre am optimalsten. So, komm schon. Jawohl, alle drei sind wieder drauf. Das heißt, der Damage ist wieder am Start. 78%. So, die haben wir ja schon mal fertig.
Die Quest habe ich doch angenommen hier, ne? Ja, muss ich gleich mal schauen. Nicht, dass die auf einmal. So müsste ich eigentlich ja. Normalerweise habe ich die angenommen. Huch, habe ich schon erschrocken, warum nichts droppt. Oh, wir haben ein Rüstungsteil bekommen. Für einen Krieger, okay. Für einen Krieger. Ach du Scheiße. Na gut. Gut, dann können wir. Ach, Fell. Dann können wir hier einmal raus. Und ich habe gedacht, dass wir was Besseres rausbekommen. Auf einmal ist das so ein Bullshit. Aber nicht schlimm. Gut, dann können wir die sich hier abgeben. Die fliegenden Stäbe sind 42 und die können wir auch nochmal hinterher abgeben. Haben 22%. Nicht schlecht. So, perfekt. Das heißt, wir sparen uns auf jeden Fall. Ich sag mal, wir sparen uns mit ein paar WDHs. Weil du hast, glaube ich, auf Level 43, 44 den Bereich, wo du WDHs machen sollst mit den Werbern. Und dadurch, dass wir jetzt schon 42 sind, noch ein paar Quests in Grab im Rebstock haben. Kommen wir wohl gut voran, hoffentlich. Die nehme ich auch an. Die erste gibt hier immer ganz gut Prozente und bei Robin. Das heißt, wir laufen einmal zu Robin und verabschieden uns hier dann. Im Endeffekt. Für die heutige Folge. Wir haben wieder was geschafft heute auf jeden Fall. Zwei Level. Nicht schlecht. Kann man mitleben. Ne? Gibt schlimmere Sachen. Wie zum Beispiel 130er Bereich. Hust, hust. So. Oder wir kriegen auch ein DC. Außer Ruhm lädt wieder so lange. Das ist aber immer so eine Sache. Ne, wir gehen nicht sie. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.